2 Minuten, 2 Millionen. Die Show, in welcher kleine Startups zu Riesenunternehmen heranwachsen. Über die letzten 10 Staffeln haben die Investoren mehrere Millionen Euro in kleine Firmen gesteckt. Wo diese Firmen heute stehen, was für Produkte diese Firmen anbieten und ob die Produkte wirklich nützlich sind, teste ich für euch in diesem Video. Und jetzt viel Spaß. Und da ich ein Riesenfan von Dave bin und seine Höhle der Löwen-Serie nun nach 10 Episoden zu Ende geht, ist das der perfekte Übergang, nun auch den österreichischen Markt unter die Lupe zu nehmen. Es hat echt lang gedauert, alle Produkte hier rauszusuchen und die besten auszuwählen. Und da das erst die erste Folge einer langen Serie ist, testen wir heute nur 3 Produkte für euch. Bleibt aber auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn das letzte Produkt ist, wie ihr vielleicht schon am Thumbnail erkennen konntet, sagen wir einfach mal einzigartig. Das erste Produkt, was wir heute testen, ist das Tinder für Fashion. Naja, zumindest haben die Investoren es so genannt, da es um eine App geht, die man sich ganz einfach auf sein iPhone runterladen kann. Angefragt wurden 180.000 Euro für 10% Firmenanteil, was einen Firmenwert von ganzen 1,8 Millionen Euro ergibt. Deal haben sie leider keine bekommen, da es businesstechnisch einfach für die Investoren zu wenig Profit gibt. Doch wovon reden wir überhaupt? Es geht um die App Uptraded. Und sie soll so funktionieren. Man lädt sich die App einfach auf sein Handy runter, lädt seine alten Kleidungsstücke, die man nicht mehr haben will, hoch und kann dann einfach andere Kleidungsstücke liken oder disliken. Einfach wie Tinder für Kleidung. Ich habe für das Ganze schon diesen Pullover hier vorbereitet und auch schon Fotos gemacht. Und ich werde mir jetzt einen Account erstellen auf meinem Handy. Das Ganze einfach live für euch testen. Adresse, das blende ich jetzt ein. Emre, überprüfe nochmal, ob ich alles zensiert habe. Tinder für Kleidung. Okay, also ich habe jetzt noch nicht mal was hochgeladen und kann einfach Ja oder Nein swipen. Nani? Okay. Also ich habe nicht erwartet, dass ich hier jetzt Leopardenunterwäsche in Frauengröße S finde. Ich werde das Ganze fürs Video einfach mal liken und schauen, ob sie es mit meinem Pullover tauschen will. Naja, also die ersten Kleidungsstücke, was mir vorgeschlagen werden, sind auf jeden Fall nicht mein Geschmack. Aber ich lade auf jeden Fall mal meins hoch und schaue, ob sich dann vielleicht ein bisschen was verändert. Kleidungsstück hochgeladen. Du hast zusätzlich 30 Swipes bekommen. Okay, nice. Kann ich hier nicht einen Filter auswählen? Okay, hier. Und anwenden. Schuhe gibt es auf jeden Fall mal nicht. Oh, genug geswiped für heute. Okay, also die App ist vom Prinzip her sehr gut. Es ist außerdem sehr einfach für andere Apps wie Vinted oder eBay oder auch Willhaben, dieses System zu kopieren und einfach in ihre App einzufügen. Und dann würde man diese App eben gar nicht mehr brauchen. Und genau deshalb sind die Investoren auch ausgestiegen. Leider in meinem Fall hat es jetzt nicht funktioniert. Aber vielleicht haben die Kleidungsstücke euch angesprochen, ihr wollt es euch runterladen und ihr findet was und könnt das ganz einfach tauschen. Der Vorteil von dieser App ist eben, dass Kleidung der größte Umweltverschmutzer der Welt ist und man durch Swipen einfach Kleidungsstücke tauschen kann, anstatt die wegzuschmeißen oder Geld auszugeben für neue Kleidung, die man dann in 2 Jahren wieder wegschmeißt. Das Prinzip von der App ist echt gut, doch ich sehe leider nicht, wie man mit diesem Businessmodell viel Geld macht. Dadurch haben sie auch keinen Deal bekommen. Doch ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr so lange um den heißen Brei und gehen gleich zum nächsten Teil. Kommen wir zum zweiten Produkt dieser Serie, iProds. Angefragt wurden 65.000 Euro für 10% Firmenbeteiligung plus Marketingkonzept durch den Investor. Das Ganze würde einen Firmenwert von 650.000 Euro ergeben. Bekommen haben sie 100.000 Euro für 25,1%. iProds ist ein wirklich simples System. Es soll nämlich einfach Schweißteile von der Stirn rinnt, links und rechts von deinem Gesicht ableiten. Sieht dann ungefähr so aus und rinnt hier einfach links und rechts ab. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich von diesem Produkt erfahren habe, ist, haben wir nicht dafür evolutionär unsere Augenbrauen bekommen? Eigentlich gedacht ist dieses Produkt aber für eine andere Zielgruppe. Wie zum Beispiel Feuerwehrmänner, die sich nicht die ganze Zeit ins Auge fallen können, da sie dicke Handschuhe anhaben. Oder Baustellenmitarbeiter. Menschen, die einfach einen harten Job haben, wo sie nicht die ganze Zeit hier hinwischen sollen und hinwischen können und ins Auge wischen können, haben dadurch einen Vorteil. Außerdem ist es gedacht für Brillenträger im Sport. Da ich einen Freund habe, der eine Brille trägt und gern Sport macht und auch YouTube macht, lasse ich ihn das Ganze testen und er wird euch zeigen, wie dieses Produkt im wahren Leben performt. Sam, viel Spaß. Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam, ein Freund von Sandro und er hat mich gebeten, für sein YouTube-Video ein Produkt zu bewerten. Schaut schon mal sehr interessant aus. Das ist angeblich für Sportler, für Läufer, Leute, die Radfahren, die generell Sport betreiben und viel schwitzen, dass anscheinend der Schweiß nicht in die Augen geraten soll. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg in die Sauna, weil meine Sportler und Sportlerinnen wissen, wie schwer es ist, in der Sauna seine Augen offen zu halten, weil immer der Schweiß in die Augen geht. Ich bin jetzt hier im Gym, weil alle duschen. Ich werde jetzt gleich in die Sauna gehen. Ich werde das jetzt mal öffnen. Es ist ganz einfach hier rauszunehmen. Okay,
Man kann ganz einfach sehen, hier sind jetzt so weiße Streifen. Ich ziehe das jetzt einfach hier ab. Hier am Bild sieht man zum Beispiel einen Fahrradfahrer. Der hat das da ein bisschen über der Brille. Deswegen habe ich es mir jetzt einfach ein bisschen über die Augenbrauen drüber gepickt. Und ich denke, das sollte von der Höhe perfekt passen. Wenn jetzt zum Beispiel Schweiß hier von oben runterrinnen sollte, sollte das perfekt hier drüber rinnen und nach unten weitergeleitet werden. Ich habe hier jetzt gleich mal den ersten Kritikpunkt entdeckt. Und zwar, dass hier das Ende des Schutzes nicht kleben bleibt. Wenn ich mich ein bisschen bewege, springt es direkt nach oben. Es kann auch daran liegen, dass ich duschen war. Also ein Hinweis, immer zuerst auf die trockene Haut. Wenn ihr schon im Laufen seid, angenommen ihr lauft einen Marathon und ihr möchtet es jetzt in einer Pause oder sowas draufgeben, Gesicht davor säuberlich abtrocknen, damit es wirklich eine gute Haftung hat. Weil das, Slow-Mo, ist nicht gut. So Leute. Ich bin jetzt fertig mit der Sauna, war circa für 20 Minuten drinnen. Ich persönlich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Schaut euch mal an, man sieht hier richtig den Verlauf. Natürlich sind hier ein paar Sachen durchgekommen, aber nicht in der Augenregion. Was heißt das jetzt für mich als Fazit? Für die Sauna würde ich jetzt sagen, dass es nicht unbedingt optimal ist. Ich würde es mir jetzt nicht nur für die Sauna kaufen, sondern vor allem zum Beispiel für Leute, die Radsport machen, die laufen gehen. Insbesondere für die heiße Jahreszeit ist es auf jeden Fall praktisch. Für Leute, die viele und viele Kilometer im Sportbereich abspulen. Und ich würde sagen, kaufen oder nicht kaufen. Ich persönlich glaube, ich würde mir das zulegen fürs Laufen und fürs Radfahren. Für die Sauna jetzt eher nicht so, aber all in all, Daumen nach oben und zurück nach Sandro. Kommen wir nun zum letzten Produkt und zum Highlight dieses Videos. Nein, ich habe euch mit dem Thumbnail nicht geklickbaitet, sondern das letzte Produkt ist wirklich ein Wachmacher für die Nase. Das Produkt heißt Wildkraut Energy. Gefordert wurden 500.000 Euro für 10% Firmenanteil, was einen Firmenwert von 5 Millionen Euro ergibt. Bekommen haben sie ein Angebot für 250.000 Euro für 10% Firmenanteil. Den Deal hat der Gründer aber abgelehnt, da er meinte, dass sein Unternehmen schon deutlich mehr wert ist. Laut dem Gründer hat alles angefangen mit einer Wurzel, der Meisterwurz. Dies ist die bedeutsamste Heilpflanze im Alpenraum und wird seit hunderten von Jahren schon von Bauern durch die Nase geschnupft. Alles in dieser Kapsel ist natürlich, es ist kein Tabak, kein Nikotin und sonst nichts drin. Es sind alles natürliche Wachmachstoffe. Diese kleine Kapsel soll 20 Portionen beinhalten und ist laut Gründer auch das Red Bull für die Nase. Der größte Vorteil von dieser kleinen Flasche ist, dass es Müll vermeidet und somit Energy Drinks wie Red Bull oder anderen Marken eine deutliche Ansage macht. Außerdem haben sie im ersten Jahr 100.000 Flaschen verkauft, quartalsweise ein Wachstum von 50% und schon einen Umsatz von über 1 Million Euro gemacht. Meine Zweifel dabei sind einfach, ist das wirklich gesund? Gibt es nicht schon etliche Produkte, die genau das versprechen? Und kann ich nachts davon schlafen? Denn von Red Bull und sonstigen koffeinhaltigen Produkten kann ich nachts nicht schlafen. All diesen Fragen gehen wir gleich auf den Grund. Erstmal testen wir das Produkt. Ich habe mir jetzt hier eine Prise auf die Hand gegeben, so. Einfach so. Hupp. Dann fällt das schon raus. Und ich werde das Ganze jetzt einfach, ja, einatmen. Das ist aber das größte Problem, was ich damit habe. Diese Ästhetik. Ein weißes Pulver von der Hand schnupfen. Es wird klar gesagt, man soll keine Lines machen und es nicht ansatzweise damit vergleichen. Aber trotzdem habe ich einfach ein persönliches Problem, das zu schnupfen. Vor allem in der Öffentlichkeit. Aber ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe auch zwei Portionen genommen. Das brennt schon in der Nase. Oh ja. Boah, wie das wirkt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Es ist jetzt 19.04 Uhr. Ich würde sagen, wir warten jetzt 10 Minuten, dann gebe ich euch das nächste Update ob und wie es gewirkt hat und ja. Puh! Alter! Energie, Energie! Hier eine kleine Timelapse, während ich chille, um zu schauen, ob ich irgendwie mich drauf bin. Das brennt aber! Ah. 2000 Jahre später. Also es ist jetzt 19.15 Uhr, um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich merke, ist, dass ich Nasenbluten habe, glaube ich. Ich meine, ich habe auch zu viel genommen, unabsichtlich. Ja, ich erspare euch den Anblick, aber ich habe Nasenbluten davon bekommen jetzt. Komischerweise in diesem Nasenloch, nicht in dem, obwohl ich so das genommen habe. Aber ich habe das Produkt auch jetzt schon zweimal davor getestet. Ich wollte es aufnehmen, aber die Aufnahmen waren einfach so schlecht. Und wirklich wach gemacht hat es mich nicht. Ich konnte zwar danach schlafen. Es gibt schon ein bisschen Energie, man fühlt sich schon ein bisschen fokussierter. Es macht aber nicht das, was ein Red Bull macht oder was zwei Espressos machen, meiner Meinung nach. Also, ja, der natürliche Feind der Müdigkeit. Ich fühle mich jetzt nicht müde, ich habe mich aber davor auch nicht wirklich müde gefühlt. Ich habe jetzt ein bisschen leichtes Nasenbluten und habe einen Blutgeschmack in meinem Mund, also
Die Jungs von Wildcard haben mir das zugeschickt und haben gesagt, ich kann es gerne testen. Also ich habe nichts dafür gezahlt, echt korrekt. Ich persönlich bin nur kein Fan von der Ästhetik, dass man ein weißes Pulver durch die Nase schnupft. Könnte mir auch nicht vorstellen, das in der Öffentlichkeit zu nehmen, vor Leuten. Auch geheim, dann bleibt hier was Weißes hängen, man kommt aus dem Ding raus. Wie schaut man dann aus? Ich meine, stellt euch vor, ich gehe aufs Klo. So. Und ich komme raus. So. Ich komme so raus. Ich so, ja, nichts. Ey, nichts, was, wo warst du? Ich war im Klo. Muss jeder für sich wissen, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich jetzt sagen darf. Ich finde die Idee wirklich cool, für mich persönlich ist es nichts. Vom Preis her besser als ein Red Bull, von der Umweltverschmutzung besser, von der Wirkung einfach anders als ein Red Bull. Trotzdem kein schlechtes Produkt, erobert gerade die Märkte in Österreich, wird auch bald nach Deutschland kommen. Ein ähnliches Produkt, nämlich Absus Energy, teste ich in meinem nächsten Video, verpasst es also nicht. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, liked, schreibt ein nettes Kommentar, jeder Support hilft mir wirklich, steckt so viel Zeit in diese fucking Videos, also bitte helft mir. Weißt du, eigentlich habe ich schon Energie jetzt. Shit. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert mich und subscribed. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video, wenn es heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich willst. Spaß, ich habe gar kein Outro. Haut rein, Mann.